Also Leute, Metro Last Light, letztes Kapitel und wir packen es gleich an. Wir gehen, machen unsere letzte Schlacht und dann ist auch dieses Spiel leider zu Ende, und zwar bei Metro. Mir hat Metro sehr gefallen. Ich werde auch gleich eine Zusammenfassung dazu was sagen. Ich schaue mir gleich was. Und nur einzeln. Okay, das ist noch nicht der letzte Kapitel, da kommt noch was. Scheiße. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya. Und wir haben Moskvin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskvin. Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskvin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskvin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Hier noch das Dokument. Ich frage das Kind, wie es das geschafft hatte. Wie hatte es das Inferno überlebt? Jetzt weiß ich es. Als die Raketen auf die Stadt der Schwarzen niedergingen, war er schlichtweg nicht dort. Die Schwarzen. Wir haben uns gefragt, wie es passieren konnte, dass fühlende Lebewesen fast augenblicklich neu entstanden waren. Warum haben wir Millionen Jahre der Evolution gebraucht, um die Schwarzen nur ein paar Jahre? Die Antwort war ganz einfach, wir waren es, wir Menschen, die sie zum Leben erweckt hatten. Sie entstanden unter uns. Sukhoi, mein Stiefvater, hat recht gehabt. Sie waren der nächste Schritt der Evolution nach uns. Wir waren ihre Väter, sie waren unsere Kinder. Wir hatten so viele Waffen geschaffen, um uns selbst zu vernichten, und eine dieser Waffen hat sie geboren. Sie sind nicht wie wir. Was uns umbringt, macht sie stärker. Wir haben ihnen eine verwüstete, vergiftete Welt hinterlassen, aber sie haben gelernt, darin zu leben. Sie machen das, indem sie die Strahlung aufnehmen. Nachdem sie geboren waren, betraten sie die Welt nicht sofort. Für eine Weile existierten sie nur in einem Traum. Wuchsen auf und lernten von jenen, die vor ihnen da waren. Was wir zerstörten, war ihr Zuhause, aber die Stelle, an der Kinder schliefen, war im Untergrund, in der Nähe des Botanischen Gartens, in der Nähe des Fernsehturms. Das waren die Bunker unter den Fernsehgebäuden, die mit D6 verbunden waren. Doch als die Raketen fielen, stürzten die Eingangstunnel ein. Die Schwarzen, die fast bereit waren, die Welt zu betreten, wurden drin eingesperrt. Stattdessen öffnete der Kleine seine Augen, geweckt von der Explosion, dem letzten Schrei seiner Mutter. Er wusste nichts von dem, was geschehen war. Er war auf nichts vorbereitet, wusste nichts von der Welt. Er suchte nach seinem Volk, konnte es aber nicht finden, weil die wenigen Überlebenden noch immer schliefen. Ihre Zeit zum Aufwachen war gekommen und verstrichen. Schon sehr bald konnte er. Ich weiß nicht, wie
Kahn Miller überzeugen konnte, aber er war der Inbegriff des Gleichmuts und griff nicht nach seiner Waffe, als er den Schwarzen erblickte, und die folgenden Ereignisse schockierten mich noch mehr, als die Pläne der Roten, es waren Schwarze in D6, Kahn, es waren Pläne der Roten, es waren Schwarze in D6, Kahn hatte die Hypothese aufgestellt, dass sie vor dem Krieg künstlich geschaffen worden waren, als was erschaffen, Soldaten, die immun gegen Strahlung sind, keine Stimme zur Kommunikation brauchten. Könnte so sein, aber dann hätte Gott vielleicht beschlossen, ihnen Seelen einzuhauchen. Gott, hoffentlich klappt das. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Kura-Genossen, es soll Frieden herrschen. Im Namen unserer Kinder. Sie sind ein Lügner! Kahn, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg. Ranger, wegtreten. Artyom, Kleiner, ihr seid dran. Genosse Mosquin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass Sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass Sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, Sie müssen zuerst zuschlagen. Der Arsch hat den dazu gebracht, dass er meinen Bruder umbringt. Maxim, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Was? Einstein, Maxim, Bruder. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Vor laut?
Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade D6. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Aber Sie sind der Anführer. Befehlen Sie es ihm. Rufen Sie die Truppen zurück. Halten Sie sie weg. Hier können wir nichts mehr machen. Beeilung. Schneller. Was für zum Bahnsteig. Sind Sie? Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben. Mir nach. Es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Fort zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater.